Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Anime, Manga und Cosplay-Freunde. Der Superlative ist da. Auf geht's und wie angekündigt, ich hab's jetzt nicht aufgeschoben, sonst schiebe ich dauernd den ganzen Mist auf. Und zwar jetzt kommt ein Gamescom-Info-Super-Duper-Keine-Ahnung-Video. So, erstmal geht. Haben wir auch vorbei. Gut, abgehakt, Punkt Nummer 1. Und zwar, ich dachte, ich spreche mit euch ein bisschen drüber. Ich werde vom Mittwoch am Pressetag bis zum Samstag da sein, Sonntag leider nicht, da ich früher wieder nach Hause muss. Ja, ist halt so. Ich werde da sein. Und zwar, ich werde überall durch die Hallen und Messen durchlaufen. Klar, dass dadurch, dass ich einen Anime-Channel habe und den natürlich nicht nur für mich, sondern auch für euch betreiben werde, beziehungsweise betreibe, werde ich viel in diesem Cosplay-Village rumlaufen. Mal sehen. Es gibt viele dieses Jahr, was mich interessiert, was ich mir noch ein bisschen öfter und genauer angucken möchte. Vielleicht werde ich auch ein bisschen durch die Stände rumlaufen, wo man sich auch so Sachen kaufen kann. Vielleicht auch dieses Mal eine Figur oder Manga oder so noch. Mal sehen. Aber mich interessiert ganz viel, wenn ihr jetzt das Video schaut, wenn ihr Cosplayer seid und so, schreibt es doch einfach in die Kommentare, schreibt es mir doch einfach auf privat Facebook, also geht wirklich diesmal auf den Link Facebook, addet mich doch als Freund. Ich würde gerne mit euch privat auch Nummern austauschen, wenn ihr Bock habt und WhatsApp. Und würde mich dann mit euch kurz schließen und dann, keine Ahnung, vielleicht mal so ein, zwei Tage oder so jeden, ja, zweiten Tag oder vielleicht mal einmal am Tag, je nachdem, wie die Zeit von euch so ist, wirklich mit allen Leuten, die Lust haben, die Abonnenten von meinem Channel sind, auch wenn es jetzt nicht so viele sind, aber auch alle, die das Video sehen und in den ganzen Anime und Gruppen, die ich, Manga-Gruppen, die ich jetzt reinposte, wenn ihr Lust habt, schreibt mich doch an. Wir organisieren irgendwie, wenn es klappt, bei allen irgendwie so ein Treffen. Wir wollen vielleicht auch so ein gemeines Video machen, also so zusammen mal ein bisschen. Ich würde euch gerne so ein bisschen drüber fragen, wie ihr dazu kam zu cosplayen, was euch an Anime und Manga und beziehungsweise Cosplay überhaupt so interessiert, was euch dazu gebracht hat. Ja. Ich quatsche jetzt viele hintern. Ich wollte im Hintergrund laufen ab und zu ein paar Videos vom oder ein paar Bilder vom letzten Mal. Diesmal laufe ich mit einer besseren Kamera auch rum, um bessere Qualität hinzukriegen. Und ja, das wäre einfach mal so eine Sache, die würde mich interessieren. Ich werde wieder am Pressetag da sein, da werde ich viel Infomaterial schon einsammeln, wenn es geht. Dadurch, dass am Pressetag natürlich so wenig los ist, beziehungsweise halt wirklich nur bestimmte Leute reinkommen mit diesem Presseausweis. Und ja, wenn ihr vielleicht auch an dem Tag da seid, schreibt mir doch direkt in die Kommentare. Wie gesagt, wirklich Facebook-Leute, geht mal unten auf die Links, schaut mal wirklich rein. Und addet mich doch einfach als Freund oder liked doch einfach meine Facebook-Seite, damit ihr auch wirklich immer auf dem Laufenden seid. Ich denke mal, wenn ich es packe, dann werde ich da auch auf der Seite ab und zu mal ein paar Bilder zeigen, beziehungsweise hochladen, wenn ich noch direkt auf der Gamescom bin oder so, einfach mal per Handy so hochladen, je nachdem, wie ich das schaffe und wie mobil ich halt gerade bin. Und ja, das ist so halt eine Sache, die mich total interessieren würde, wenn ihr da Bock drauf habt. Also schreibt mich doch einfach an, edit mich doch einfach wirklich. Wir unterhalten uns ein bisschen, wie gesagt, ein paar habe ich schon die WhatsApp-Nummern die Handynummern ausgetauscht für WhatsApp. Und ja, ich denke mal, einfach so ein bisschen schreiben, dann trifft man sich am Tag und mal sehen, wie das abläuft. Man kann sich vielleicht ein bisschen gegenseitig unterhalten, vielleicht kann man auch so als gemeine, riesige Gruppe rumlaufen. Ja, letztes Jahr, ich zeige euch jetzt mal schnell ein Bild von mir. Katapeng. Ich bin der Linke, so bin ich letztes Jahr rumgelaufen. Das war tierisch heiß, aber es hatte auch was. Man ist irgendwie aufgefallen, dieses Jahr habe ich die ganzen Sachen nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr rumlaufen werde. Ich denke mal ganz normal irgendwie Gamescom-Shirt an und so. Mal sehen, wie man sich irgendwie aufmerksam und ein bisschen so auffällig zeigen kann für euch, damit ihr auch seht, ey, da ist der Vogel von dem Channel. Und ja, mal sehen, je nachdem. Also ich hätte da voll Bock drauf. Und ja, ich werde auch vielleicht, Freunde haben mich auch angeschrieben, beziehungsweise gesagt, ja, geh mal in die und die Halle, hol mal von dem und dem Autogramm. Ich hätte auch vielleicht Lust, wirklich von euch mal so ein paar auch Autogramme zu sammeln oder so. Oder einfach nur Bilder und dann so eine Fotogalerie dann später auf Facebook bzw. auf dem Kanal zu zeigen. Einfach so aus Spaß. Einfach nur, um die anderen Leute zu zeigen, ey, guck mal, die machen das doch auch, dann kann ich das doch später auch mal machen. Ich hatte dieses Jahr auch überlegt, vielleicht zu cosplayen, aber ist alles zu kurzfristig. Ich denke mal, ich werde das erst nächstes Jahr wirklich durchziehen. Ja. Das eigentlich im Großen und Ganzen zu der Gamescom. Ich werde, wie gesagt, viel dabei sein, viel rumlaufen, auch viel in den Gaming-Hallen rumlaufen. Ich werde natürlich viel gucken, was bei der Xbox und so läuft, da ich halt ein Xboxer bin. Klar, PlayStation habe ich jetzt auch, aber ich denke mal, ich werde mehr in der Xbox-Halle rumlaufen.
Wenn Event-Sachen oder so sind, zum Beispiel im Cosplay-Village oder so, haben ja andere Leute schon gesagt. Ich denke mal, da werde ich auch immer dabei sein. Und ja, ich denke mal, wenn man ein bisschen miteinander ein bisschen kommuniziert, dann geht das auch und man kann sich dann auf jeden Fall mal treffen. Ja, so wird das auf jeden Fall sein. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Eigentlich so groß ist das Infovideo gar nicht geworden. Natürlich werde ich nicht schaffen, mobil irgendwie gleich Videos hochzuladen oder so, wenn ich da im Hotel bin. Klar, ich bin geschafft, andere schaffen das nicht. Andere schaffen das, aber ich bin dann einfach geschafft nach dem Tag. Man mag es gar nicht glauben, so 6, 7 Stunden, 8 Stunden da am Tag rumzulaufen und so in den Hallen. Ich finde einfach nur pennen gehen und dann werden die Videos werden dann erst kommen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das heißt, am Sonntag fahre ich nach Hause. Ich denke mal, Montag werde ich noch frei bekommen von der Arbeit. Und dann werde ich so viel wie möglich halt machen, wenn es geht, und euch gleich die Bilder und Videos gleich ein bisschen zeigen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich doch einfach an. Facebook, WhatsApp, Handynummer etc. Pipapo. Liken auf jeden Fall. Teilt das Video doch einfach bei anderen Leuten. Vielleicht haben die auch Lust dabei zu sein. Letztes Jahr waren schon viele coole Sachen dabei, habe ich leider nicht ganz so viel geschafft. Dieses Jahr habe ich zwei Kameras bei, beziehungsweise eigentlich drei. Mein Handy, meine Videokamera und von meinen Eltern so eine Spiegelreflex mit Videoaufnahme. Und ja, dieses Jahr wird einfach der Hammer. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Das war's jetzt aber wirklich. Ich sag tschüss, Water, und Leute, schreibt bitte auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auf euch und ja, bis zum nächsten Video oder bis zur Gamescom persönlich. Tschüss.